Müssen wir es noch ein bisschen bequem machen hier? Ja, schön heute bei euch zu sein. Wir sind in einer spannenden Predigtserie. Let's talk about sex. Und heute geht es um eine Sache der Liebe. Und es gibt zwei Gründe, warum wir heute hier zusammensitzen. Ne? Das erste ist, ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt schon so eine Predigtreihe haben und nur drei Themen dazu haben, ist es schade, wenn man an drei Themen nur Männer hören kann und die Frauen zu diesem Thema gar nicht zu Wort kommen. Und das zweite ist, eine Sache der Liebe. Da habe ich gedacht, da bietet es sich einfach an, dass ich die Person mitbringe, die ich am meisten liebe, für die ich die stärkste Liebe habe. Und das ist meine Frau, die Mary. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich echt, dabei sein zu dürfen und gemeinsam mit meinem Mann, aber auch euch über Liebe und Sexualität zu sprechen. Sehr spannend. Liebe, ist es nicht interessant, wie vielfältig wir diesen Begriff verwenden? Ich liebe meinen Mann und ich liebe Gott. Ich liebe aber auch die Berge, ich liebe Eiscreme und Pizza. Und mit Sicherheit lassen sich auch Parallelen zwischen Ruben und Pizza finden. Aber so sollte doch die Liebe zu dem einen doch etwas anderes als zu dem anderen sein. Und wenn wir heute über Sexualität, eine Sache der Liebe, sprechen, stellt sich doch die Frage, ob es ausreichend ist, Sex zu lieben. Oder vielleicht eher, welche Rolle die Liebe in unseren Beziehungen und unserer Sexualität spielt. Yes, deswegen haben wir uns, das war die Folie für Mary, mein Versäumnis, ich liebe, ja. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, was hat Liebe mit Sex zu tun? Und wenn man in unsere Gesellschaft reinguckt, dann findet man da ziemlich viele verschiedene Meinungen. Also ich habe hier ein paar Sachen euch mitgebracht. Tinder, eine Plattform, ich habe schon gehört, das ist schon wieder langweilig geworden, es gibt schon wieder neue Plattformen, aber es war eine Plattform, wo wirklich nur ging, dass man sich verabredet für Sex. Da hat Sex überhaupt nichts mit Liebe zu tun, sondern einfach das Abenteuer und ja, die Befriedigung. Dann habe ich das nächste Bild mit reingenommen, ein Haus aus dem Rotlichtmilieu, wo Sex zu kaufen ist. Nicht Liebe zu kaufen ist, sondern Sex zu kaufen ist, wo du hingehen kannst, du stellst das Geld auf den Tisch und du wirst sexuell befriedigt. Und dann, vielleicht kennt ihr diesen Begriff Freundschaft Plus. Vielleicht kennt ihr Freunde von euch, die in so einer Beziehung leben. Das ist eine Freundschaft plus ein bisschen Sex nebenher, aber ohne weitere irgendwelche Verbindlichkeiten. Also man ist nicht zusammen, man liebt sich auch nicht, sondern es ist einfach eine Freundschaft plus. Man hat halt auch noch Sex gemeinsam. So ist ein Bild in unserer Gesellschaft, dass Liebe und Sex überhaupt nichts miteinander zu tun haben müssen. Aber für andere ist es total essentiell, dass wenn ich mit einer Person Sex habe, dass ich irgendwie auch was für diese Person empfinde, dass ich Liebe empfinde für diese Person, dass Liebe irgendwie eine Basis ist für diese Beziehung und dann kann ich mich fallen lassen, dann kann ich mich hingeben, auch in dieser Sexualität. Und für manche ist eben dann auch dieser Punkt, und diese Liebe, die wollen wir auch noch festmachen in einem Bündnis, was wir Ehe nennen. Und da sehen wir unsere Sexualität am besten aufgehoben. Also wir sehen, es gibt ein sehr breites Bild zu dem, ob wir Liebe mit Sex zusammenbringen oder eben auch nicht. Aber wenn wir wissen wollen, ob und wie Liebe eine Rolle in unserer Sexualität spielen soll, dann sollten wir uns mal anschauen, von was wir reden, wenn wir über Liebe reden. Denn wie Mary schon gesagt hat, ist es schon irgendwie anders, ob ich meinen Mann oder meine Frau liebe oder eben Pizza. Als ich Mary das erste Mal gesehen habe, ist sie mir sofort ins Auge gestochen. Das blonde, hübsche Mädchen mit einer tollen Ausstrahlung und Lebensfreude. Wenn sie in den Raum gekommen ist, dann ist die Sonne aufgegangen. Und manche würden sich wahrscheinlich wünschen, dass ich jetzt sage, es war Liebe auf den ersten Blick.
War es aber nicht. Aber sie ist mir auf jeden Fall sofort aufgefallen und ins Auge gestochen. Aber das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich vielleicht doch etwas verliebt war, war erst ein halbes Jahr später. Wir waren zusammen in Südafrika mit OM. Und OM, also Operation Mobilisation, ist eine Missionsorganisation. Und die haben so eine Regel, im ersten Jahr, wenn man mit OM unterwegs ist, darf man keine Beziehungen eingehen. Also, das war die Regel. Wir haben das unterschrieben. Und für uns war das auch klar, dass wir da also nichts machen, also da keine Beziehung eingehen wollen. Sind beide mit den festen Überzeugungen dorthin gegangen, dass wir dieses Jahr für Gott einsetzen wollen und haben eben wollten darauf unseren Fokus setzen. Und es lief auch alles gut, ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr hat sich die ganze Teamsituation ein bisschen geändert. Es kamen Leute dazu, unsere Leiter haben sich geändert und plötzlich hieß es von ein paar Leitern, die neu dazu kamen, für uns hängen Mary und Ruben ein bisschen zu viel miteinander ab. Und wir sprechen eine SP-Warnung über sie aus. SP-Warnung heißt Social Policy. Und diese Warnung bedeutet, dass du die Person nicht mehr one-on-one sehen darfst. Du darfst, und diese Warnung wurde ziemlich schnell dann auch erweitert oder vertieft, dann ging es dann wirklich darum, dass wir überhaupt nichts mehr miteinander machen sollen und dürfen. Für uns war das total der Schlag für den Kopf, weil wir davor haben wir uns einfach super verstanden. Wir haben Kanaster miteinander gespielt, wir haben einfach uns ja gut verstanden, gute Gespräche gehabt und plötzlich durften wir die andere Person nicht mehr sehen. Und das war der Moment, wo wir gemerkt haben, hoppla, ist gar nicht so einfach. Irgendwie ist mir die Person doch so wichtig oder wichtiger geworden, als es mir vielleicht bewusst war. Oder vielleicht war das auch der Auslöser, dass wir uns gedacht haben, hey, diese Person, vielleicht ist er doch mehr da als nur eine Freundschaft. Und jetzt kommen ein paar Insights. Die haben mir noch nicht so vielen Leuten erzählt. Ewart kennt die Story schon auf jeden Fall. Das Ganze ging dann so, wir durften uns ja nicht mehr sehen, aber das Verlangen, uns zu sehen, war natürlich trotzdem da. Und wir haben gewusst, dass wenn wir diese Regel brechen, kann es bis dahin kommen, dass wir nach Hause geschickt werden. Ein Jahr für Gott, Gemeinde supportet uns und wir, riskieren hier unser Jahr für Gott dafür, dass wir eine andere Person treffen. Und wir haben uns getroffen abends in einer Ecke des Geländes, um Zeit miteinander zu verbringen. Und das Ganze, wir haben also viel aufs Spiel gesetzt, weil wir einfach so ein Verlangen danach haben, den anderen zu sehen, auszutauschen darüber, was wir erlebt haben in unseren Einsätzen, was einen gerade beschäftigt von den Bibelarbeiten, um einfach aneinander teilhaben zu können, was wir davor hatten, aber jetzt nicht mehr durften. Und es war richtig so eine Romeo und Julia Beziehung, wo so einiges auf dem Spiel stand. Es gab sogar die Aktion, also das Gelände, natürlich Südafrika ist gefährlich, war mit so einer Mauer umzäunt. Und nachts gab es so Patrouillen, Wachpatrouillen, sagt man das so? Ja, von den Leitern, die halt immer wieder mal so übers Gelände gestriffen sind. Und wir saßen halt im letzten Eck und haben immer schon von Weitem, ne, gesehen, wenn eine Leiter ankam. Was wir dann immer gemacht haben, ich bin dann über die Mauer drüber gesprungen und bin dann hinter der Mauer wieder zurück zu meinem Zimmer, zu meiner Accommodation, wo ich eben war, und Mary ist dann sitzen geblieben und hat sich dann irgendwie halt um den Hals, ihr wisst, also was ich sagen will ist, wenn man verliebt ist, macht man Sachen, die manchmal einfach, also die ein großes Risiko mit sich bringen, die auch nicht mehr irgendwie Sinn machen und auch teilweise vielleicht auch Regelbrüche mit sich bringen. Wir sind nicht erwischt worden, wir mussten nicht nach Hause, wobei wir uns manchmal fragen, ob die Leiter nicht einfach blind waren oder Gott sie blind gemacht hat, weil wir viele sehr amüsante Situationen erlebt haben, die sehr knapp waren. Aber wir haben es geschafft, wir sind nicht nach Hause geschickt worden. Und nach Südafrika sind wir dann auch ganz offiziell, erst natürlich nach Südafrika, zusammengekommen. Und
Da hat uns aber erstmal unsere junge Liebe, haben erstmal 100 bis 200 Kilometer getrennt. Wir hatten eine Fernbeziehung, der Ruben war in Kirchberg an der Jagst auf der Bibelschule oder zu Hause in der Nähe von Stuttgart und ich war in Nürnberg zum Studieren. Und auch da haben wir einiges auf uns genommen in der Zeit der Fernbeziehung in den 3 Jahren. Und ja, wenn man so zurückschaut, denkt man, es ist echt verrückt, aber wir haben telefoniert bis spät in die Nacht, bis 2 Uhr nachts und der Ruben musste morgens um 6 Uhr wieder aufstehen. Ich habe, glaube ich, etliche Vorlesungen sausen lassen und die Heimfahrten immer noch eine halbe Stunde nach hinten geschoben und noch eine halbe Stunde, damit man noch ein bisschen mehr Zeit gemeinsam miteinander verbringen kann. Ich habe damals auch als Nebenjob in einem Kleiderladen gearbeitet, als Oliver. Und das ist gar nicht so leicht. Es gab 45% sogar auf reduzierte Ware. Und man hat lauter Frauen als Kollegen, die wirklich im Kaufrausch sind. Das ist echt verrückt. Und man kriegt immer alles angejubelt und angedreht und sagt so, ach, komm, nimm das doch mit, das kostet doch fast nichts mehr. Und ich habe immer gedacht, ah nee, wenn ich das jetzt kaufe, dann kann ich noch eine Fahrt mehr zu Ruben machen. Weil wir waren ja Studenten, wir hatten auch nicht so viel Geld. Das heißt, die 20 Euro für so eine Fahrt war schon echt viel. Aber man hat irgendwie alles so umgerechnet und einfach viel Aufwand betrieben. Wir haben uns auch für echt ein paar wenige Stunden einfach mal gegenseitig überrascht und doch irgendwie die Mitfahrgelegenheiten rausgesucht und spät abends noch um 12 Uhr nachts angekommen, damit man morgens um 10 wieder fahren kann. Also echt verrückte Sachen. Im Nachhinein denkt man sich, es steht einfach nicht in Relation, was für ein Aufwand da betrieben wurde, aber man war einfach verliebt. Und dieses Verliebtsein ist super schön. Und in keiner anderen Phase seiner Beziehung gesteht man sich seine Liebe so oft wie in dieser. Wie oft sagt man oder schreibt man in dieser Phase des Verliebtseins, ich liebe dich? Und es klingt so uneigennützig, ich liebe dich. Aber was ist eigentlich irgendwie bedeutet oder was es auch für einen selber bedeutet, was man eigentlich damit meint und sagt, ist, wenn ich mit dir zusammen bin, dann fühle ich mich glücklich. Wenn ich Zeit mit dir verbringe, fühle ich mich wohl. Wenn du bei mir bist, dann fühle ich mich angenommen und kann mich vielleicht sogar selber mehr lieben oder annehmen. Und dieses Verliebtsein ist, und diese emotionale Liebe ist ein sehr wichtiger, trotzdem ein sehr wichtiger Bestandteil, um meinen Partner zu lieben. Aber die allermeisten von uns können wahrscheinlich ein Lied darüber singen, dass diese Schmetterlinge und diese rosarote Brille nicht immer im gleichen Maß da sind. Für eine anhaltende Liebe, da braucht es mehr. So schnell wie die Gefühle kommen können, so schnell können sie auch wieder gehen. Ich denke, das wissen wir. Aber was würdet ihr sagen, ist das Gegenteil von Liebe? Ihr dürft einfach mal rufen, wenn ihr eine Idee habt. Hass? Mhm. Gleichgültigkeit? Respekt. Du hast mir meinen Punkt genommen. Genau, viele, würde ich sagen, würden wahrscheinlich sagen, dass das Gegenteil oder vielleicht auch der größte Feind von Liebe Hass ist oder eine negative Emotion. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass das Gegenteil von Liebe Gleichgültigkeit ist. Ein Zustand der vorübergehenden oder auch andauernden Teilnahmslosigkeit, Gleichgültigkeit. Gegenüber einer Person oder auch einem Umfeld, aber in unserem Fall gegenüber einer Person. Und man kann sich das in so einer Verliebtheitsphase, wo wir, was wir jetzt beschrieben haben, auch gar nicht vorstellen, dass man eine Gleichgültigkeit gegenüber dem anderen entwickeln kann. Aber ich denke tatsächlich, dass es ein großes Problem in vielen unserer Ehen und langen Beziehungen ist. Diese Gleichgültigkeit und verbunden auch mit einer Leidenschaftslosigkeit, die kommt nicht von heute auf morgen, so tschung, plötzlich ist sie da, sondern die schleicht sich einfach mit der Zeit ein. Man versinkt im Alltagstrott, jeder geht mehr und mehr seinen Weg und schaut, dass er unabhängig vom anderen seine 1000 Sachen und Aufgaben erledigt bekommt. Da gibt es auch einfach viel, was wir haben.
Man erwartet aufgrund vieler vorheriger Verletzungen vom anderen einfach gar nichts Gutes mehr. Die Gegensätze, die am Anfang so anziehend und prickelnd und faszinierend waren, die werden plötzlich zu unüberwindbaren Gräben. Das Bedürfnis, geliebt zu sein oder dieses Gefühl, dass ich glücklich bin, wenn ich verliebt bin, das flacht ab. Und Leidenschaft beim Sex war auch schon mal was anderes. Man sieht keine Notwendigkeit mehr und die Freude daran, die ist auch gesunken. Das sind alles Aspekte, warum ich glaube, dass das Gegenteil von Liebe oder der größte Feind von Liebe die Gleichgültigkeit ist. Hass spiegelt noch eine Emotion wider, wenn auch definitiv keine gute und man schauen sollte, dass sie schnellstmöglich verändert wird oder aus dem Weg geschafft werden kann. So entsteht Hass jedoch oft aufgrund von Sachen, die auch der anderen Person nicht unbedingt gut tun. Ich hasse dich dafür, dass du unsere Kinder geschlagen hast. Ich hasse dich dafür, dass du mein Vertrauen missbraucht hast und mich dadurch tief verletzt hast. Ich hasse dich dafür, dass du ständig nur an dich selber denkst. Manchmal ist der Auslöser für eine negative Emotion dem Partner gegenüber eine Verfehlung an einem selbst oder an jemand Dritten, wie zum Beispiel den Kindern. Wenn man aber als Paar füreinander eine Gleichgültigkeit fällt, wenn man da reinfällt, sind alle emotionalen Brücken zum anderen abgebrochen. Und ganz plump gesagt, kann man eher aus Liebe hassen, als aus Liebe Gleichgültigkeit für jemanden zu empfinden. Wenn wir uns Gottes Liebe anschauen, dann war es Gott auch nicht egal, was mit den Menschen geschieht. In Johannes, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, Vers 9 und 10 steht, dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Zwei Sachen will ich hier hervorheben. Das erste ist, aus Liebe wollte Gott uns neues Leben schenken. Seine Liebe sagt nicht, mach doch, was du willst. Sagt nicht, mir ist es egal, wie du dein Leben führst. Ihm sind die Menschen nicht völlig gleichgültig und er toleriert nicht alles, was sie machen. Nein, sein Ziel der Liebe ist ein neues Leben. Etwas Neues, etwas anderes, etwas Besseres für unser Leben. Und das will Gottes Liebe in uns rausholen. Und das Zweite ist, dass für Gott Liebe nichts Emotionales ist oder nicht nur was Emotionales ist. Liebe ist hier in diesem Vers eine Aktion. Liebe bedeutet hier aufopfern. Für Gott bedeutet es, am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Das ist für Gott pure Liebe. Und mit Sicherheit hat Jesus, als er am Kreuz hing, keine Schmetterlinge im Bauch gefühlt. Mit Sicherheit hat er kein Verliebtheitsgefühl am Kreuz gehabt. Und trotzdem ist es für Gott, Gott sagt, das Kreuz ist Liebe. Und ich glaube, das ist die Liebe, die wir auch über unser Verliebtsein in unseren Beziehungen brauchen. Eine Liebe, die sich in Aktionen zeigt, in Selbsthingabe und in Opferbereitschaft. Sonst bleiben wir bei einem egoistischen Verliebtsein. Springen von einem Partner zum anderen, weil sobald die Emotionen verflogen sind, man nichts mehr für die andere Person übrig hat. Mary hat ja vorher hat es ja vorher gesagt, dass Liebe für uns so ein Kesselbegriff ist.
Wir packen da alles rein. Ich liebe meinen Mann und ich liebe Pizza, ich liebe Gott, ich liebe die Berge. Im Hebräischen gibt es verschiedene Begriffe für Liebe. Und alle diese Begriffe für Liebe kommen in einem biblischen Buch, und zwar dem Hohenlied, vor. Wer dieses Buch schon mal gelesen hat, der weiß, was da so abgeht. Das ist ein Buch, was von der Liebe zwischen Mann und Frau schreibt. Und es ist so geschrieben, dass es in manchen jüdischen Kreisen nur von Erwachsenen gelesen werden darf, weil es vielleicht ein bisschen versaut ist. Und einmal kommt dieses Wort Raya drin vor. Und das ist die Liebe, die wir zu einem guten Freund oder auch zu einem Weggefährten empfinden können. Im Hohen Lied steht da dieser Vers: Steh auf, meine Liebe, meine Freundin, meine Raya, meine Schöne, und komm. Und hier ist nichts Sexuelles gemeint, sondern einfach nur die Einladung eines Mannes, seiner Frau, seiner Freundin gegenüber, zu sagen: Hey, komm, lass uns einen drauf machen. Komm, lass uns was erleben. Lass uns eine Date Night haben. Lass uns wandern gehen, rudern, schwimmen, essen, spazieren. Und lass uns das Leben erleben, Seite an Seite. Das ist das, was dieses Raya ausdrückt. Und das ist eine sehr wichtige Komponente, wenn wir an Liebe in unseren Beziehungen, in unseren Ehen denken. Und dann gibt es dieses Wort Dot. Das Wort kommt direkt im zweiten Vers von diesem Buch vor. Und da spricht die Frau zum Mann: Komm und küss mich. Küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe, diese Dot-Liebe, mehr als den besten Wein. Dot ist diese Liebe, die du empfindest, wenn du deine oder eine Frau siehst und direkt Babys mit ihr machen willst. Oder du siehst einen Mann und woran du denken kannst, ist, wie sich wohl seine Haut auf deiner anfühlt. Also auch scharf oder geil oder was ihr andere Begriffe noch dafür findet, auf deinen Partner zu sein, ist auch ein wichtiger Teil von einer andauernden Liebesbeziehung. Und dann gibt es noch Ahava. Ahava ist etwas ganz Besonderes. Liebe als Ahava ist tiefer, stärker und weiter. Es ist sowohl Raya und Dot und ist trotzdem noch mal viel, viel mehr. Und diese Liebe geht bis ins Innerste. Ins Innerste von unserem Herzen, ins Innerste von unserem Sein. Und darüber schreibt Salomo in diesem Buch, in Hohelied 8, ich komme gerade nicht, ja doch, jetzt hier, schreibt er, sagt die Frau zum Mann wieder: Lass mich deinen Herzen nahe sein, so wie der Siegelring auf deiner Brust. Ich will einzigartig für dich bleiben, so wie der Siegelreif um deinen Arm. Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme des Herrn. Mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, gewaltige Ströme nicht fortreißen. Bekommt ihr schon so ein bisschen so ein Bild für diese Ahava-Liebe? Ahava ist wie der Tod oder wie das Grab, eine unaufhaltsame Kraft, die wir nicht bekämpfen können. Ahava ist wie ein Feuer, das außer Kontrolle geraten ist. Es kann nicht mehr gezähmt werden. Ahava kann nicht einmal durch ein gewaltiges Hochwasser
weggerissen werden. Und dieses Bild ist uns gerade wahrscheinlich sehr stark vor Augen, wenn wir sehen, was für eine Kraft Wasser haben kann, was auch für eine zerstörende Kraft Wasser haben kann. Und hier sagt dieser Vers, selbst so ein Hochwasser kann diese Liebe nicht wegreißen. Diese Liebe ist so beständig, dass sie selbst von so einer krassen Kraft nicht weggerissen werden kann. Der Punkt hier ist, Ahava ist stark, sehr stark. Gefühle, mögen sie noch so stark sein oder sich noch so stark anfühlen, sind auf Dauer einfach schwach. Sie kommen und gehen, aber Ahava ist standhaft. Ahava beinhaltet das, was wir manchmal so salopp dahersagen, nämlich dass Liebe auch eine Entscheidung ist. Entschiedenheit bedeutet, ich entscheide mich dafür, dich zu lieben. Ahava ist eine Liebe, die sowohl aus dem Herzen kommt, aber auch eine Liebe, die mit dem Verstand und mit dem Willen getroffen wird. Es ist eine ganz einzigartige Art von Liebe, die eine Beziehung wirklich anhalten lässt. Eine Liebe, die über dieses erste Gefühl von Verliebtsein und dieses Angezogensein vom anderen hinausgeht. Eine Liebe, die dich wirklich durch Höhen und Tiefen in deinem Leben bringt. Die wirklich, wie man bei Eheschließungen immer sagt, in guten wie in schlechten Tagen. Eine Liebe, die in Krankheit und in Gesundheit besteht. Im nächsten Karriereschritt des anderen drin, dabei ist, aber auch, wenn der andere arbeitslos vor dir steht. Und deshalb kannst du auch keine Beziehung, keine Ehe, nur auf Gefühle aufbauen, weil sie einfach zu sehr schwanken. Und auch kannst du keine Ehe nur auf Raya aufbauen. Dass dein Partner auch dein bester Freund ist, das ist schön und es darf auch so sein und sollte vielleicht auch so sein, aber es wird nicht reichen, dass es eine andauernde Beziehung oder eine andauernde Liebe bleibt. Auch dort allein ist nicht genug. Auch wenn du die schönste Frau auf diesem Planeten hast, Schönheit ist nun mal was Vergängliches. Selbst die schönste Blume verwelkt irgendwann. Und wenn deine Liebe nur aus körperlicher Anziehung dann bestand, dann reicht es einfach irgendwann nicht mehr aus. Und deshalb braucht es auch, oder brauchen wir auch diese Ahava-Liebe in unseren Ehen und angehenden Ehen und Beziehungen. Eine unerschütterliche Liebe, eine Entscheidung, die auch bereit ist, durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens durchzugehen. Und wenn wir Frauen mal ehrlich sind, und da kann ich nicht für die Männer sprechen, da ich nur mal den Blick der Frau habe, dann sehnen wir uns doch genau nach so einer Ahava-Liebe. Nicht nur eine gute Freundin zu sein, mit der man alles machen und bequatschen kann. Nicht nur eine sexuelle Begierde, sondern nach einer tiefen Liebe. Danach wertgeschätzt zu werden und besonders zu sein. So, wie es im Hohen Lied beschrieben ist. Ich will einzigartig für dich bleiben. Zum einen ich als einzige Frau für meinen Mann. Zum anderen aber auch einzigartig und besonders in den Augen meines Mannes. Besonderer und auch schöner als alle anderen Frauen, die er kennt. Das ist doch genau die Liebe, nach der wir uns sehnen. Und ich bin überzeugt davon, wenn diese Aspekte gegeben sind, dann hat es definitiv auch positive Auswirkungen auf unser Sexleben. Also was hat Liebe mit Sex zu tun? Also für mich persönlich, aber auch nach dem, was wir heute über Liebe gehört haben, ist es die innigste Form, jemand zu lieben, auch
ganz klar Sex dazugehört und es beinhaltet. Und löst man die Liebe aus der Sexualität heraus, dann wird Sex zu etwas sehr Egoistischem. Es geht um mich und es geht um meine Befriedigung. Es geht um mich und mein Ego. Es geht um mich und wie viele Frauen ich rumbekomme. Sex mit Liebe hingegen hat etwas Aufopferndes, hat etwas mit Hingabe zu tun. Und nicht nur an sich selbst und an seinen eigenen Höhepunkt zu denken, sondern zu wissen, was der andere mag, was dem anderen gefällt und das dem anderen auch zu geben. Julian hat letzte Woche davon gesprochen, dass Sex ein gutes und schönes Geschenk von Gott ist. Ein Geschenk, das er uns Menschen gemacht hat. Ein Geschenk, an dem wir uns erfreuen dürfen. Aber ich glaube auch, dass Gott sich für dieses Geschenk einen Rahmen vorgestellt hat. Einen Rahmen, der viel mit dieser Ahava-Liebe zu tun hat. Eine Liebe, die wirklich beständig ist. Eine Liebe, die treu ist, die aufopferungsbereit ist, die hingebend ist, die unerschütterlich ist. Und ich glaube, genau in diesem Rahmen können wir auch die ganze Schönheit und die Fülle von Sexualität entdecken. Weil in diesem Rahmen, da ist Vertrauen da, da ist Geborgenheit, da ist Sicherheit, aber da ist auch Feuer und da ist Leidenschaft. Deshalb habe ich heute für die zentrale Idee oder haben wir mitgebracht, unerschütterliche Liebe ist der beste Rahmen für eine gesunde, für ein gesundes Sexleben. Und wenn das vielleicht heute zu kurz greift, kommt nächste Woche nochmal vorbei. Nächste Woche darf der Simon nochmal dieses Ganze vertiefen und wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Aber für heute ist die zentrale Idee, unerschütterliche Liebe ist der beste Rahmen für ein gesundes Sexleben. Und ich würde noch euch einladen, dass ihr aufsteht und wir noch gemeinsam beten. Herr, ich danke dir, dass du uns Liebe geschenkt hast, dass du uns Liebe vorgelebt hast, dass du uns gezeigt hast, was es heißt zu lieben. Herr, und du siehst, wie sehr wir abhängig sind von Liebe in unseren Beziehungen, in jeder einzelnen Beziehung, aber auch in unseren besonderen Beziehungen, in unseren Beziehungen plus, wo wir einfach, ja, in unseren Ehen, du siehst, wie angewiesen wir sind auf diese Liebe, die wir nur von dir bekommen können. Wir sehen, wenn wir darüber reden und darüber hören, dass diese Liebe irgendwas Übernatürliches ist. Was wir nicht einfach nur so haben oder bekommen können, sondern dass es was ist, was du uns schenkst. Was wir aber auch aus der Beziehung von dir bekommen können. Dass wir sie auch von dir vorgelebt bekommen. Danke, Herr, dass du unser erster Liebehaber bist. Dass du uns zeigst, was es heißt, uns gegenseitig zu lieben. Herr, und ich bitte dich wirklich für unsere Ehen in der Gemeinde, für die Beziehungen in unserer Gemeinde, dass du wirklich diese Liebe in diesen Beziehungen heranwachsen lässt. Und ich bitte dich für die Beziehungen und die Ehen in unserer Gemeinde, wo Gleichgültigkeit sich eingeschlichen hat. Ich bitte dich, dass du reinkommst und sie wieder neu belebst und befeuerst, dass du wieder reinkommst mit deiner Liebe und Liebe und Annahme, Vergebung schenkst in diesen Beziehungen. Dass diese Ehen sich wieder auf den Weg machen, sich auszustrecken nach dem, was du dir vorgestellt hast für diese Ehe, für diese Beziehung. Hey, wir wollen uns nicht einfach nur von Statistiken entmutigen lassen, sondern wir wollen wirklich schauen, was du für uns hast. Für unser Leben, für unsere Beziehungen. Herr, und ich bitte dich auch für jeden, der jetzt heute hier ist oder im Livestream oder diese Predigt hört, der sich so sehr sehnt nach dieser Liebe, der sich so sehr sehnt danach, geliebt zu werden von einer anderen Person. Und ich danke dir, dass du unsere Sehnsüchte kennst.
und dass du sie treffen willst, dass du ihnen begegnen willst, unseren Sehnsüchten. Und ich bitte dich, dass du wirklich da reinkommst und den Menschen zeigst, wo sie, ja, wie du diese Sehnsucht stillen kannst und wo du aber auch was vorbereitet hast, eine andere Person vorbereitet hast für sie, die sie genauso lieben darf. Und ich bitte dich, dass wir in diesem Zeit des Wartens nicht links und rechts schauen, sondern wirklich auf dich schauen und schauen, wen du für uns hast. Danke, dass du Liebe bist, durch und durch. Danke, dass du nur Liebe für uns hast und dass du uns auch die Liebe schenkst, die wir brauchen für unsere Beziehungen. Und gemeinsam wollen wir noch allen das Gebet legen, was du uns gelehrt hast.